Herzlich willkommen zurück zu Darkest Dungeon mit Arezu. Ich bin Arezu und wir sind jetzt noch nicht im Spiel, wie man sieht, sondern noch hier in der Vorbereitung. Naja, wir haben 140.000 Gold übrig und ich brauche neue Spieler. Deswegen habe ich mich entschieden, ich hole mir zwei Feldspieler, die kosten jeweils 70.000. Und ich habe mir jetzt noch Namen rausgesucht. Wir nehmen John Stewart, ein Green Lantern und der erste schwarze Superheld, den DC hatte. Marvel war da, glaube ich, schon ein bisschen früher mit Falcon. So, Feldspieler Nummer 1 geholt und dann noch Alan Scott, der erste Green Lantern. Bevor es den Green Lantern Core in den DC Comics gab. Gut, das ist allerdings noch nicht alles. Wir müssen auch noch... Moment, wo ist das denn? Ach ja, hier Käufe bestätigen erstmal und dann werden wir hier noch die... Moment mal kurz. Nein, ich möchte noch gucken. Wir sind jetzt bei 1970. Bin mal gespannt, wie sehr das jetzt gleich runtergeht. Wir reduzieren. Danke sehr. Ach Gott, kann ich das mit Enter bestätigen? Nein. Wir sind mit den Assistenztrainern ein bisschen runtergegangen und naja, das bewirkt leider kaum was. 10. Und. Nein, 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 bloß kein Wiederholungswurf weg. Ich dachte, wir wären hier bei den Cheerleadern. Fanfaktor kann ich nicht reduzieren. So oft brauche ich brillantes Training nicht, deswegen können wir das noch ein bisschen reduzieren. Allerdings, wie gesagt, bringt das nur 10 Teamwert runter jeweils. Das heißt, jetzt sind wir ungefähr bei dem Teamwert, den wir hatten, bevor wir jetzt unsere zwei neuen Spieler geholt haben. Tja, ich überlege ja noch immer Leute hier zu feuern, allerdings, ich bringe es nicht übers Herz. Es wäre wahrscheinlich ganz wichtig, aber... Naja. Cheerleader. Kreischende Fans in der Anstoßtabelle. Das brauchen wir gar nicht. Deswegen machen wir das auch komplett raus jetzt. Fanfaktor ist schon ziemlich wichtig. Aber da können wir auch gar nichts ändern. Also gut, lassen wir das so. Wir sind auf 1870 wieder runter. Was ungefähr dem entspricht, was wir vorher hatten, glaube ich. Ja. Unser Gegner, der jetzt auch gleich dann mit dabei sein wird. Ich habe den Namen gerade vergessen. Moment. Hier, Sorga. Wird auch gleich mit bei sein im Spiel. Da schalten wir dann auch wieder ein. Ja, dann würde ich sagen, bis jetzt. Und da sind wir wieder. Jetzt ist Sorga auch da. Guten Morgen, Sorga. Hallo, guten Morgen, Arezu. Gut, obwohl ich jetzt die ganzen Leute rausgeschmissen habe, hat das Geld noch gereicht für einen Starspieler. Aber damit werden wir schon klarkommen. Wenigstens kein Wizard. Die sind immer wesentlich beunruhigender. Ich glaube, ich habe bisher nur einmal überhaupt gegen Echsen gespielt. Also du hast ja, glaube ich, nur 8-mal gespielt, oder? Was? Das hier ist jetzt das... Sorry, ich hatte mich verfolgt. 35. Spiel mit den Dark Champions, glaube ich. Sorry, ja, stimmt. Und wie immer diese komische Verteidigung, asymmetrisch. Was? Das ist doch nicht asymmetrisch, das ist... Ja, gleich kommt sie. Gut, zu viele Leute will ich natürlich nicht vorne stehen haben. Jetzt ist leider gerade einer meiner Feldspieler krank. Moment. Wen packen wir da noch nach vorne? Dieser Curry. Ja, doch, warum nicht?
Ich hoffe, dass er von da den Kick ausführen kann. Ich bin immer noch nicht ganz firm, was diese Fähigkeit angeht. Ah, nee, darf nicht auf der Mittellinie stehen. Okay, gut, dann ändern wir das doch noch schnell. So. So, ist doch halbwegs symmetrisch. Okay, wenn wir hier von den Mittellinien mal absehen Ja. und von der Mitte. Aber sonst. Ach Gott, ein Coxigor mit unterstützen. Dann hoffen wir, dass er oft saublöd ist. Entschuldigung, oft Dummkopf ist. Richtig, Ja. richtig. Ich verwechsel das immer wieder. Jetzt nicht noch ein paar Saurier rauspacken und Skinks reinholen? Hast noch zwei. Nee, ich will das sogar anders machen. So, schauen wir mal, was du hier noch hast. Ein Bewegungsabsking. Ich glaube, ich hatte mir die sogar schon alle mal angeguckt. Was hat der? Team Captain, würde ich auch noch einen bestimmten bei mir noch geben. Damit du 5 Würfe hast. Nee, einfach damit Bruce Wayne endlich den Titel offiziell hat. Ist wichtig. Aber natürlich, ja, der zusätzliche Würfel ist auch nicht schlecht. Okay, fliegender Tackle. Sorgt einfach nur dazu, dafür, dass es ein bisschen schwieriger ist auszuweichen. Damit kommen wir noch klar. Ach Gott, was hat der denn? Greifen. Ach, von dem halte ich mich lieber fern. Um Slibly. Wenn ich mir die gerade so angucke, du benennst deine Spieler nicht um, ne? Doch, einige Spieler sind umbenannt worden, ja. Sieht gerade alles so nach Standardnamen aus. Okay, bis auf Brutalos. Oh, da habe ich mich doch in die falsche Mannschaft geschaut. Ich dachte, da wären einige Sandokans und einige Zorgas und dabei aber scheint wohl nicht. Das muss wohl die andere Mannschaft sein. Dann legen wir mal los. Viel Glück. Was? Wieso denn? Wieso macht der? Ich hab doch den Kicker extra da weggenommen, Mensch. Irgendwie haut das nicht ganz hin. Na gut, versuchen wir es da. Gut, du gehst dorthin. Du gehst dahin. Der Ball fliegt sehr gut, auch wenn wir keinen Kick dafür jetzt benutzen konnten. Okay. Dann gehen wir noch hier hin. Dorthin. Jetzt haben wir zu viele Leute auf der Linie. Okay. Ich muss mir tatsächlich mal die Regeln für den Kicker genauer durchlesen. So geht das ja nicht. Mal sehen, der hat nur Stärke 4. Dann können wir das auch so machen. Stellen uns hier mit ran. Part 1 kommt dann hier hinten hin. Wasser Curry als Verteidiger davor.
Gut. Oh Gott, der arme Kroxigor kann ja gar nichts sehen. Achso, doch, der hat ja Schlitze in der Maske. Okay. Autsch. Okay, der hat Klammerschwanz, ne? Ja, ist ungünstig. Das ist auch ungünstig. Was soll denn das? Eins abziehen ist für Elfen natürlich dann immer noch nicht so ein schwieriger Wurf. Aber es gibt auch schönere. Sehr gut, da muss ich doch nicht mal ausweichen. Der rennt weg, da muss ich ihn da wenigstens nicht angreifen. Ich hatte schon überlegt, ob ich den schieben muss. Nur schieben. Nur schieben. Na, ich habe eine Hexenkriegerin, ich hätte den rausschieben können. Stimmt. Skink mit Ball gefällt mir eigentlich gar nicht so sehr. Besonders nicht mit neuen Bewegungsskink. Der rennt einem ja weg. Ja, leider hat er nichts gesehen. So weit kommt's noch. So, gehen wir ein bisschen auf Abfangkurs. Gut, gefällt mir. Achso, geblitzt habe ich ja eben schon. Ja, doof. Mitdenken, Alresu, mitdenken. So. Klammerschwanz ist gar kein Problem für Elfen. Sieht so aus. Da hätten wir einen Go-For-It mit drin. Ich mag keine Go-For-Its, die lassen mich stolpern. Na gut, lassen wir es erstmal so.
was rein theoretisch gute beim Spiel gegen Saurier ist ja wenigstens, also gegen Echsenmenschen ist ja, dass man sich wenigstens nicht die ganze Zeit merken muss, was für verschiedene Arten es gibt. Es gibt Weil hierbei es nur eben nur die zwei, zwei ja. gibt. Na gut, drei, wenn man den Krogs überhaupt mitzählt. Fände ich total lästig beim Spielen mit den Echsenmenschen. Weil man da ja den ersten, das erste Level ab direkt für alle Saurier verbrauchen muss, für sowas wie Blocken oder Dodgen. Eher Blocken als Dodgen. Das heißt, es dauert ja eine ganze Weile, bis sie wirklich brauchbar werden. Ist ja das gleiche Problem wie mit den Schwarzorks. Haben ja auch sehr ähnliche Werte, wenn nicht sogar die gleichen, da bin ich nicht sicher. Obwohl, ich glaube, Schwarzochsen haben Geschicklichkeit 2. Ein bisschen aufdringlich. Ein bisschen sehr aufdringlich. Du würfelst aber auch Paus. Tja, die Negativfähigkeiten vom Kroxibor ziemlich. Weder Dummkopf noch Klammerschwanz. Aha. Ist ja interessant. Wie handhaben wir das hier? Ein Kryptonier gegen drei Saurier. An sich nicht die schlechtesten Chancen. Aber eben auch nicht die besten. Der hat Stärke 5. Machst du was aus, wenn ich deinen Kroxigor umwerfe? Nee, 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 kein Problem. Okay. Solange du ihn nicht wehtust. Da muss ich noch drüber nachdenken. Bring mal ein Skink in Schlagreichweite. Ich will was ausprobieren. Ja. Okay, machen wir zuerst das Sichere. Wir gehen zurück. Dann gehen wir hier hin. Nicht unbedingt die schönste Position, aber ist gerade nötig. Dann gehen wir hier hin. Reicht. Okay, direkt an den Saurier ranstellen müssen wir uns da nicht.
Skin, komm raus, du bist umzingelt. Ja, das merke ich. Das Doofe ist, dass Skinks und andere Kleinwüchse die Angewohnheit haben, sowas zu ignorieren. Und da ist er wieder. Autsch. Na, versuch das doch. Ich bin gespannt, ob es funktioniert. Und am besten machst du dann noch einen Pass zu einem Saurier. Das ist ja fast wie beim Schachspiel. Ich springe am Rande. Mal sehen. Hier haben wir gerade Negativwürfel. Das gefällt mir nicht. Dann gehen wir mal hier dazu. Gegen den Blocker reicht das noch nicht. Dann stellen wir uns noch hier mit ran. Oh, verdammt, das war ja nur ein Wurf. Oh Gott. Ja, das war geplant so. Schön. Ich bin nicht die hohe Stärke von den Saugern gewohnt. Gar nicht. Mal sehen, wenn du dich da jetzt noch hier mit ranstellen würdest. Moment, wir hätten jetzt beim ersten zwei Würfel und beim zweiten einen Würfel. Versuchen wir es. Tja, okay, ich habe nicht wirklich die Wahl. Also. Haben wir einen Feldspieler in Reichweite? Nee, aber ein Blitz. Ach, verdammt. Machen wir mal hier frei. Und noch ein Stück. Ich mache das ja sehr ungern, aber 42% Chance. Nichts. Ist enttäuschend. Da macht man schon mal einen Foul, was ich ja wirklich sehr selten mache, und dann bringt es nichts. Aber wenigstens ist auch links dann nicht rausgeflogen. Ich finde es ja auch interessant, dass sie sich alle geballt gegenüberstehen, aber die Ballung eben nicht wirklich aufeinander trifft.
Hast du nicht gesagt, jetzt kommen die Saurier an. Okay, ist in Ordnung. Ich krieg den Croxigor schon noch raus. Irgendwie. Ja. Der kann ja nicht die ganze Zeit hier so am Rand stehen bleiben. Oh, das war's. Okay. Ja. Yeah. Dann zuerst mal das hier. Und wir folgen tatsächlich. Stellen uns hier noch mit dran. Dann bekommen wir zumindest den einen Würfel. Sehr gut. Ich hatte eigentlich nur auf Verschieben gehofft. Ja, standfest. Ich will eh nicht folgen. Achso, standfest ist. Ja, Entschuldigung, ich habe standfest mit Abwehren verwechselt. Darf ich den verletzen, bitte? Ja. Offenbar nicht. Gut, renn doch weg. Feigling. Das Stellungsspiel liegt mir eigentlich überhaupt nicht. Jetzt viel lieber, wenn ich den Ball hätte und einfach durchlaufen könnte. Verdammte Stehaufmännchen. Zieht der Dummkopf auch irgendwann noch mal? Normalerweise jeden zweiten Zug. Okay, kommt gut, der, ja. Fühlt jeden zweiten Zug, aber. Okay. Jetzt rückst du mir aber auf die Pelle. Okay, das hier sind beides Unterstützer, das heißt, da habe ich nicht wirklich die Wahl. Nochmal. Warum bekommen. Achso, ja, weil eben beides Unterstützer sind. Sag's und vergiss's im gleichen Augenblick. So.
So, dann noch unerschrocken. Oh. Normalerweise zieht das doch beim ersten Versuch. Doof. Besser. Ein Würfel, allerdings ging jemand ohne Blocken. Sehr gut. Lähmung, sehr schön. Mit Bruce Wayne kämpfen wir mal nicht, weil wir da eine Unterstützung noch bräuchten. So, den Blitz habe ich immer noch offen. Aber kein Skink in Reichweite. Obwohl. Sehr gut. Dafür sind Skinks da. Gratis SSP. Gehen wir noch den einen Schritt. Obwohl. Nee, okay. Doch, doch, der bleibt da. Ich habe immer noch Angst, dass du einfach gleich mit dem Skink losläufst und einen Touchdown machst. Ja, ne? Aber dafür sind viele deine Spieler hinten am Felde. Lass mich raten, der Kroxigor macht einen Blitz. Oh! Dass das jetzt doch nochmal kommt. Ich meine, okay, eigentlich haut's mit der Statistik vollkommen hin, aber wie gesagt, normalerweise sind die so unzuverlässig. Da erwarte ich das viel früher. Könnte klappen. Ist ja nicht umsonst kleinwüchsig und hat wahrscheinlich Ausweichen. Ja, hat Ausweichen. Die haben standardmäßig Ausweichen, oder? Ja. Okay. Was kannst du denn? Was? Achso, hast du gerade vereitle Manndeckung wiederholen können? Ja. Ah, okay, gut. Ich sehe das immer nur aus meiner Perspektive. Ich wusste nicht, dass man das rerollen kann. Willst du nicht noch den Ballträger direkt an den Klatz ranstellen? An wen? Klatz, den du gerade nach vorne gebracht hast. Ja, ja. Morgen vielleicht. Morgen? Haben wir da noch ein Spiel? Okay. Dann versuchen wir erstmal das hier.
ist in Ordnung. So, einigermaßen. Es geht. Nee, so nicht. 50% ausweichen, das ist wenig. Zippy ist echt ein bisschen im Weg. Na gut, ich weiß, dass er höchstwahrscheinlich als Köder gemeint ist. Aber ich kann mir nicht erlauben, da nicht anzubeißen. Menschenskinder, nee. Verdammt! Ja, ich habe den Video schon benutzt, dann laufen wir nur dorthin. Genau das ist das, was ich befürchtet habe, dass ich jetzt auf einmal in Zugzwang komme, nachdem das die ganze Zeit wunderbar funktioniert hat, hier alles mit dem Aufhalten. Ja, dafür war ich, glaube ich, ein bisschen zu viel passiv gewesen. Nein, jetzt wird versuchen wir sowas gar nicht erst. Bitte klapp, bitte klapp. Wieder absolut nichts. Ist ja kein Wunder, dass der Schiri das ignoriert. Also, ich habe ja schon mal gefoult. Man kann ja nur einmal pro Runde. Ja, da merkt man, dass ich sehr unerfahren bin, was das angeht. Obwohl, ich habe vorhin auch versucht, zwei Blitze zu benutzen. Darfst da nicht weg, ich hab Mann Deckung. Ich merke es. Wie bitte? Ich merke es. Achso. Achso, ich habe Arthur Curry wahrscheinlich vorhin auf den Flügel gestellt. Deswegen wird er wahrscheinlich nicht den Kick gemacht haben können. Muss ich mir später nochmal angucken. Oder man muss ihn einfach tatsächlich nochmal auswählen und ich weiß nicht wie. Blitz, wie gemein. Da bist geil. Ah. Ja, fast. Tja, da hast du dir einen Pfad geschaffen. Das ist jetzt so unschön. Sehr unschön.
Funktioniere, funktioniere. Verdammt! Ich darf das nicht mal machen. Ich darf das nicht rerollen. Ist total gemein. Okay, du hast dein Dings da schon benutzt. Das heißt. Sehr schön. Danke. Geht's doch. Ja. Okay, wen haben wir denn in Reichweite? Oh, ein Geschicklichkeit 5 Kerlchen. Würde sagen, wir kümmern uns zuerst um den hier. Was? Nicht nett. Reicht, danke. Oh, reicht nicht. Oh. Na gut. Okay. Die können nicht sonderlich weit laufen. Das gefällt mir. So, wie weit doch gleich genau? Der kommt am weitesten zu diesem Feld. Go for it? Ne, dann laufen wir ohne Go for it an den Rand. So. Was hältst du von dem Zug? Gut. Gut. Dann stehen hier zu viele Leute im Weg. Definitiv zu viele Leute. Gut, versuchen wir es. Oh, verdammt! Rasend vergessen. Na gut, wähle weise. Autsch. Autsch. Das war doof. Sehr doof. Da warst du beim Gangaufbau ein bisschen zu greedy. Ja, ne? Obwohl ohne hättest du ja auch gut, das, na gut, wahrscheinlich du hättest da einfach das Dings da. Das Ausweichen da schon riskieren sollen. Allerdings, ich bin absolut unerfahren mit kleinwüchsigen Spielern, deswegen überschätze ich die vielleicht auch. Das ist ja nur das 14. Spiel bei diesen Echsen und ich selbst spiele nicht so lange Blood Bowl. Ich Ja. glaube, irgendwann im November oder Dezember letzten Jahres bin ich dazugekommen Aha. und habe eben halt sehr viel Spaß an dem Spiel und freue mich jetzt schon riesig drauf, wenn die Legend Edition kommt. Ich muss noch gucken, ob ich mir die leisten kann. Das wäre nur 22,90 fürs Update. Ich gehe mal davon aus, dass du die anderen Rassen schon hast. Nee, habe ich nicht. Ja, also wahrscheinlich werde ich auf die Legendary upgraden können, aber nicht mir die ganzen zusätzlichen Teams holen. Was ein bisschen doof ist, weil ich die Holzelfen sehr gerne gespielt hätte. Also die Waldelfen. Aber mit der Legendary kommen ja sogenannte Pro-Elfen dazu. Da bin ich ja auch gespannt, wie die funktionieren. Oh, das gefällt mir. Das gefällt mir weniger. Wesentlich weniger. Autsch. Okay, das ist wieder in Ordnung.
Der ist gerade neu dazugekommen. Generell, die sind gerade beide neu dazugekommen. Die darfst du noch nicht direkt an. Au! Tut mir leid. So. Das ist aber nicht die feine englische Art. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich überhaupt nicht auf den Stinker. Wey, nee, 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 das machen wir aber ganz und. Nein. Au, au, au. Nein. Oh, verdammt. Nicht nett. Ja, du hast das Vergnügen, 1-0 zu führen, und ich werde wohl das Vergnügen haben. In der nächsten Halbzeit gegen nur eine Hexenkriegerin zu spielen, ja. Aber eine reicht auch oft, manchmal, hoffe ich. Gut, wenn der jetzt da blitzt und tatsächlich noch die zweite raushaust, dann habe ich ein Problem. Aber das tust du ja nicht, oder? Ich glaube schon. Oh Gott, oh Gott. Okay, alles gut. Wieder sehr voll hier. Okay, den Kroxigor kann ich angreifen. Victor Stone ist da in Position. Dann kann ich danach Slippy angreifen. Hier oben werde ich ein bisschen aufpassen müssen. Zwei Verletzte in einer Runde. Ach Gott. Ist einer auch noch einer meiner Top-Spieler. Oh, sorry. Okay, versuchen wir erstmal das hier. Ja, was erwarte ich auch? Okay, dann darf Slot hier zu. Also. Okay, dann machen wir das einfach. So einfach auch nicht. Und das ist keine Verletzung. Nein. Lähmung, was soll mir denn das bringen? Nee, okay, dann Touchdown.
13. Danke. Gut, aber immer noch ein positiver Ausklang aus der ersten Halbzeit. Dann hoffe ich, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, lebt wohl. Und das Kommentare. Und adios.